So, meine Damen und Herren, hier, wir haben jetzt 154.000, konnten uns einen 100.000er Kredit aufnehmen, habe ich jetzt gemacht. Nun haben wir 600.000 Kredit, ja? 11.500 pro Tag zum Zahlen. Wir haben keinen Scania. Das heißt, wir werden den jetzt wahrscheinlich hier holen. Ich bin ein Bottle. Ich habe nachher einen Auftrag angenommen jetzt. Dass ich. Ja, kann den gar nicht überführen. Mal schauen, wie das funktioniert. Der Profit ist jetzt. Ja. Bei 3.200. Was mit ihm los ist, weiß ich gar nicht, warum der jetzt so wenig macht. Also. Kann auch sein, eben wenn er so lang fährt, dass ich das. Aber es ist halt brutal. Halt schon wenig. Was ist halt das? 12, 14, 16, 2000 Minus. Wenn er von Paris nach Wien kommt, weil er keinen Auftrag hat. Das hat er fast keinen Gewinn und dann 100. Ja, also. Er ist an der Kippe, sage ich euch. Also, was ich den nicht raushaue, wenn er so weitermacht. Wir machen 3,5, sagen wir jetzt 3,5. Das Lied. Ja. Ab Bonn eigentlich. Boosterplan aber nicht eigentlich. Gut. René haben wir auch noch keinen gefunden. Dann liefern wir ab. Wir fahren nach Salzburg. Und schlafen gehen jetzt in den Grund. Aber Salzburg liegt jetzt nicht so weit weg. Was ich jetzt probieren könnte, ich könnte beim Händler vorbeifahren. Vielleicht kann ich schnell reisen. Aber vielleicht könnte ich ihn trotzdem kaufen.
So, ab an ihr Hände. Reparieren eigentlich. Gesagt. Ich habe jetzt nicht gedacht. Was geht? Reparieren. Das ist halt auch kacke, aber ich habe einen anderen Plan. Eine Katastrophe, du wirst es verfolgen. So. Das unbedingt probieren. Wir werden jetzt schlafen gehen. Schlafen müssen wir sowieso. Fahren wir direkt gleich zum Händler. Schlafen, tanken kann man dort vorne nicht. Tanken, schlafen, Händler. So viel zum Thema, wir fahren ab jetzt dann eh wieder normal. Ich glaube, wir werden da ein bisschen Gas geben, dass wir das wieder schaffen. Aber schauen wir mal. Wird doch so, jetzt ab zum Scania-Händler.
Richtig. Ich habe ihn gesehen, ich habe gebremst, aber es ist nicht mehr ausgegangen. Jetzt auf zu viel Stress fahre. Wir sind im Verzug. Also die Folge könnt ihr gleich streichen. Bevor wir nicht. Versprochen. Spätestens nach diesem Auftrag. Also wahrscheinlich nach diesem Auftrag, weil wir müssen Gas geben. Haben wir dann wieder auf Normalus. Um so wenig Bußgelder wie möglich zu bezahlen. So. Ding, oder? Standard. So. Ich hab mal. Du hast eine 5-Sterne-Bewertung, Petro. Du musst doch bald was machen, mal. Sonst wird es kritischer Zustand. Wie gesagt, wir haben jetzt. Was? 11.000. Wir haben 5 LKWs eingefahren. Der Mann ist das Schwächste, sag ich jetzt mal. 11.500 Kredit jetzt jeden Tag. Also könnten wir es noch nehmen. Immer 40.000, aber. Aber gut. Lasset mich reparieren. So. Salzburg, willkommen. Sechs oder 42 Kilometer. Erwartete Uhrzeit 1:26. Späteste Uhrzeit. Sechs, zwei, dann schaffen wir das easy, dann können wir normal fahren. Fahren das nochmal runter. Mal fahren beginnt ab jetzt. Grün. Jetzt will ich rot. Gehen wir nochmal.
Was sind das für die letzten drei Folgen? Was? So. Bin ehrlich, ich möchte den Auftrag jetzt hinter mir bringen. Das heißt, wir werden jetzt den Speedrun jetzt durchmachen. Und ab dann beginnt wieder unser normales Fahrerleben. Dann nehmen wir uns vielleicht sogar noch den 10.000er Kredit. Aber schauen wir noch. Verona. Und unsere fünf Fahrer, also unsere vier Fahrer, wir müssen jetzt einmal rackern. Ackern. Soll jetzt wirklich was hinbekommen? Soll jetzt schon ein bisschen was verdienen mit denen auch? So, also wie gesagt, letzte Horror-Schnellfahrt, Strafenfahrt. Und dann geht's wirklich wieder los. Und wir haben keine Strafe fürs Schnellfahren bekommen eigentlich darunter. Das ist schon eine Sensation. Für müde haben wir jetzt bekommen, für Unfall, für alles mögliche, aber nicht fürs zu schnell fahren. Oh, 620 Kilometer sind. Ich werde die Folge jetzt mal hier beenden, weil dann haben wir die nächste Folge nur bis dorthin einmal.